Guten Tag, liebe Porsche viele Zuschauer unserer Videos. Hier im Preis-Leistungs-Verhältnis ein sehr guter Deal, wie der Amerikaner sagt, ein 1995er, also Prävariram, Porsche 911 C2 Cabrio im Originalzustand mit Originalfelgen, wie man sehen kann. Die Farbe ist Polar Silber Metallic, ein Silber, das ein bisschen ins Hellblaue geht. Von Deck passend, dunkelblau, das Interieur ist Zweiton, auch wieder dunkelblau mit hellgrau. Das Fahrzeug kommt in einer Automatikschaltung, es lädt ein zum Cruisen. Das Fahrzeug kommt aus der Bundesstaat Washington, also sehr weit weg aus, wie Sie alle wissen. Wir befinden uns ja hier in Florida. Kurzer Blick auf den Markt nach Ihres Vertrauens. Das Fahrzeug wurde unabhängig vorinspiziert und als gut befunden. Ein unfallfreier 993, die letzte luftgekühlte Baureihe mit einer überschaubaren Laufleistung. Auch hier ist alles da, alles dicker, er läuft. Man kann ja mal kurz aufs Gas drücken. Das tönt. Schauen wir mal von hier ins Innere. Die Kappfelgen mit Porsche Wappen. Innen auch eine sehr zeitgemäße Farbkombination. In der Mittelkonsole genügend Platz für Kassetten, die dann passen sollten in das Original Porsche Kassettenradio. Wie erwähnt, das Fahrzeug ist Tiptronic, Automatik, was dann die Möglichkeit gibt, sehr stressfrei zu fahren. Laufleistung, wie erwähnt, sehr überschaubar. 56.000 Meilen, das ist über 90.000 Kilometer. Fahrzeug hat Bordcomputer, das war auch ein Extra. Auch das Lenkrad passt farblich sehr schön rein. Das Fahrzeug kommt einigermaßen dokumentiert und hat einen Clean Carfax. Schauen wir vielleicht noch in den Kofferraum, der sich da vorne befindet. Auch hier der kurze Blick auf den Option-Sticker, der befindet sich hier. Fahrzeug hat das Chrono-Cover und Fahrzeug hat Werkzeug und Ersatzrad. Also alles da. Wir, das Team von Schone Autobrokers und von Leute der Florida, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit Ihrem gebrauchten 911er. Da wir uns hier schon mal so einen deutschen Verschiffungspartner befinden, bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe. Dort wird es fachgerecht in den Container verpackt. Der Container geht dann nach Miami, verbleibt dort 2 Geschäftstage im Zoll und geht dann auf die Seereise nach Bremerhaven zur Homologation und am Ende zum Kunden. Vielen Dank und auf Wiederhören.